Hallo Freunde und willkommen zur 40. Dark Side of Pike Binnenrunde. Heute binden wir mal einen Popper und weil die Köpfe so teuer sind, binde ich die auf Tuben, damit ich den Haken austauschen kann, selbst wenn der mal durch irgendeinen dummen Zufall stumpf geworden ist, reißt das nicht gleich den ganzen Popper mit sich. Popper sind so ein ganz komisches Ding. Die einen binden wahnsinnig viel Material hinter den Kopf, die anderen lassen so gut wie alles weg und bin nur noch sehr spärlich. Ich bin von der Fraktion spärlich, einfach weil ich nicht glaube, dass der Reiz, der dahinter passiert, diesen unglaublichen Druckreiz noch übertreffen kann. Also kann man ruhig dezenter dahinter binden, bloß noch ein paar Materialien. Man muss da keine Federn dahinter packen oder sonst irgendwas. Wer das anders sieht, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere da gerne mit. Fangen wir mal ganz harmlos an. Ich habe mir eine Tube genommen und habe die angeschrägt vorne. Dann kriegt man den Kopf nachher besser drauf gesteckt. Je nachdem, wo man hier den Haken ansetzen will, kann man das Ganze relativ weit hinten einbinden oder ganz weit nach vorne verschieben. Das ist echt jedem selbst überlassen. Ich mache das gerne nach relativ weit hinten, weil ich den Haken, naja, kurz hinterm Kopf, aber nicht ganz weit hinter dem Kopf haben will. So, ein paar Grundwicklungen. Und die sichere ich auch gleich mit Sekundenkleber. Nicht, dass sich hier irgendwas drauf dreht. Mit einem Stück Kuchentuch das Ganze rundherum verteilen. Dann ist das zwar überall ins Material eingesogen und hat eine gute Verbindung hergestellt, aber man klebt nicht ständig dran fest. An die Kopffarbe versuche ich ein bisschen die Materialien anzupassen, die ich dahinter binde. Jetzt kommt so eine anstocherdicke Packung Volume Fiber. Das werde ich asymmetrisch teilen. Ja, 2/5 und 3/5. Leg das alles übereinander, taper das aus. Das Material lege ich so auf, dass die längere Schwinge hinten definitiv auf dem Rücken landet. So. Nach dem Einbinden lege ich alles einmal nach vorne um. Ist einigermaßen um die Tube rundherum und legt das Material so fest, wie ich kann. Das kann man gleich mit Sekundenkleber sichern. Wenn alles eingesogen ist, gleich den ganzen Überstand abnehmen und kurz trocknen lassen. In der Zeit kann man schon mal ein bisschen was an Flash vorbereiten, da werde ich nicht viel nehmen. Vielleicht 10 Stränge von einem grünen Holo Flash. Und weil ich es so schön finde, das Power Flash gleich dazu. Jetzt kommt es darauf an, wie lang man das Ganze haben will. Ob man das, so wie bei der hier,
hinten mit dem anderen Material auslaufen lassen will oder ein kleines bisschen über dem Material drüber stehen lassen will. Das kann man machen, wie man will. Was einem schöner und sinnvoller erscheint. Ich habe davon gerne mal zwei Varianten dabei. Eine lange und eine kurze. Und dann wird sich schon rausstellen, was besser funktioniert. So, jetzt das ganze Material umlegen. Ein paar Wicklungen davor machen. Man braucht hier nicht übertreiben, das wird gleich alles vom Kopf gestützt. So, und jetzt stellt sich das schon mal richtig schön auf. Das, was man sonst versucht mit Bucktail zu erreichen, kann man mit Volume Fiber auch. Alles sauber festlegen. Umlegen. Und schon könnte es das gewesen sein. Wer jetzt will, kann dann noch ein paar Sattelfedern links und rechts drauf binden oder ein bisschen Lateral Scale. Ich glaube nicht dran, dass das hilft, deshalb mache ich es auch einfach nicht. Einen Abschlussknoten setzen. Die Wicklung gleich mit Sekundenkleber sichern. Und dann bereiten wir uns schon mal so einen Kopf vor. Damit die Dinger einigermaßen gerade laufen, versucht man dann auch einigermaßen mittig aus dem Kopf rauszukommen, wenn man eine Nadel hinten reinsteckt. Um das Ganze ein bisschen vorzuweiten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich sehe gar nichts. Einigermaßen getroffen. So. Um da die Tube drauf zu kriegen, wird das Loch aber nicht reichen. Ich nehme einfach die Rückseite von meinem Kamm und stecke die da durch und sehe zu, dass das wirklich weit genug ist, um die Tube da durchzukriegen. Und das gleich von beiden Seiten. Und dann schiebe ich das in den nassen Kleber rein. Und dann kann man das schön weit nach hinten drücken. Die Materialien stehen dann schön nach hinten. Und man hat einen guten Abschluss. In diese vorgefertigten Augenhöhlen passen super 6 mm Augen. Ich nehme jetzt auch goldene, die finde ich passend von der Farbe ganz gut dazu. Wenn man es genau nimmt, muss man da jetzt nicht irre viel sichern. Ein bisschen Sekundenkleber würde wahrscheinlich reichen. Ich fühle mir bei den Köpfen aber, weil es dafür gemacht ist. Das Ganze einfach mit dem dünnen Solaris aus. Härte das Ganze aus und schon halten die Augen dafür immer drin. Man kann die Köpfe jetzt noch ein bisschen tunen, indem man dem Ganzen hier noch ein bisschen Sekundenkleber oder Epoxy reingibt.
dann funktioniert das Ganze noch ein ganz kleines bisschen schöner und hält auch länger. Einfach das Ganze mit einer dünnen Schicht überziehen und dann gleich aushärten. Das ist aber auch alles optional. So. Nico, mein Lieber, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mach's dir so einfach, wie du nur kannst. Euch anderen hoffe ich natürlich, dass es gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann jeden Montag zur Dark Side of Pike Binnenrunde. Viel Spaß und wir sehen uns am Wasser.